wieder dasselbe Spiel von vorne. Wir sind ausgecheckt oder ausgereist aus Montenegro und reisen jetzt nach Albanien ein. Hallo. Thank you. Juhu, wir sind drin. Grüezi. Servus. Und hallo. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind in Albanien und erkunden Albanien. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns ein Like und ein Abo da. Wenn du eine Frage hast, schreib es unten in die Kommentare. Und jetzt geht's los. Guten Morgen. Die erste Nacht in Albanien war super. Wir haben super geschlafen. Jetzt zieht ein Gewitter auf. Leider. Für die nächsten Tage wieder mal. Aber ja, was soll man dazu sagen? Es ist November. Es kann sein, dass mal nicht so gutes Wetter ist. Und das kommt jetzt aktuell. Darum müssen wir jetzt ein bisschen schauen, wo wir stehen werden, damit es auch sicher ist. Eigentlich wollten wir ja ein bisschen die Kultur und die Berge von Albanien hier anschauen. Aber die nächsten 4 Tage soll ein riesiger Sturm hier sein. Und dann ist Sicherheit die erste Priorität. Also suchen wir uns jetzt einen Stellplatz, wo wir auch diesen Sturm abwettern können. Weil wir mussten ja schon in Montenegro mal fliehen. Falls du dieses Video nicht gesehen hast, ich verlinke dir das. Und das wollen wir natürlich nicht. Eigentlich denken wir hätten einen sicheren Stellplatz gefunden. Auf jeden Fall, der Untergrund sieht ziemlich gut aus, aber jetzt ist der Wind da. Mittlerweile regnet es nicht mehr so fest oder stürmt zumindest nicht mehr so fest. Ich hoffe, das war's dann mit diesem Sturm. Wir haben den Tag und wir verbringen den Tag drinnen und arbeiten ein bisschen. Und jetzt ist nämlich kurz vor 16 Uhr und wir machen Fika. Der nächste Morgen und seit langer Zeit sind unsere Scheiben mal wieder beschlagen. Und da kommt unser, wenn er denn funktioniert, unser guter elektronischer Fensterputzer zum Einsatz. Also das, was du jetzt gesehen hast, der Müllberg, das ist nicht so selten hier in Albanien. Hier liegt sehr viel Müll rum und das Traurige daran ist, dass 20 Meter weiter vorne eine Mülltonne gewesen wäre. Aber die Albaner und Albanerinnen, die schmeißen einfach
alles irgendwo hin. Ich meine, du hast gesehen, dort stand ein Sofa. Ich würde nicht mal im entferntesten Sinn da auf die Idee kommen, ein Sofa so zu entsorgen. Ich verstehe das nicht. Aber ja, das muss dir auf jeden Fall bewusst sein, wenn du nach Albanien fährst, dass hier ziemlich viel Müll rumliegt und du nicht wirklich viel dagegen machen kannst. Höchstens eben deinen eigenen Müll korrekt in der Mülltonne zu entsorgen. Jetzt sind wir zum Strand gefahren. Standen hier schon mal vor 2 Jahren. Aber der viele Regen hat alles überflutet und wir müssen mindestens eine Woche warten, bis wir hier hinfahren können. Schade. Es ist echt einfach mega krass hier in Albanien. Da ist dieser Fluss und der ganze Müll, der fließt einfach ins Meer. Wohlgemerkt, ins Mittelmeer. Im Jahr 2023. Das ist echt traurig. Ja, 1 Stunde Auto gefahren. Der Stellplatz sah eigentlich relativ cool aus, aber die wirklich schönen Spots, die sind irgendwie zugebaut, dass man da nicht hinfahren kann. Und jetzt stehen wir direkt neben einer Bergstraße, wo man eigentlich denkt, hier ist nicht viel, aber es liegt überall Müll und es fahren LKWs hier durch. Obwohl unten eigentlich eine Autobahn ist. Und kalt ist es auch noch geworden. Scheiße nochmal. Die Sonne hat uns wieder, das heitert natürlich die Stimmung sofort wieder auf. Und wir haben uns jetzt entschieden, nicht weiter Richtung Kosovo hochzufahren, auch wenn es da unten eine super gute neue Autobahn gibt. Weil die Stellplätze, die wir gesehen haben rund um Kukës, die sind alle auf Wiese und es hat so viel geregnet und es soll auch nochmal Regen kommen. Also haben wir gedacht, fahren wir Richtung Kruje und besuchen diese Stadt. Hier alles scheiße. Ich weiß auch nicht. Wir wollten ja nach Kruje, weil sie haben so blöd parkiert auf dem Parkplatz, dass wir gar nicht reingekommen sind. Sind wir hochgefahren auf so einen Aussichtspunkt. Der ist wunderschön und heute scheint ja die Sonne, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie eigentlich ist es so, dass wenn wir so ein, zwei Tage im Land sind, dann fühlt man sich so willkommen. Und dieses Gefühl ist irgendwie nicht da. Ich finde es irgendwie, weiß nicht, wie ich mich fühle, wenn ich das beschreiben soll. Aber es schockiert mich, der viele Müll. Es ist so gegensätzlich. Ich meine, die Menschen sind sehr freundlich. Sie winken auf der Straße und alles, aber dann hinter dem Rücken schmeißen sie ihren Müll einfach irgendwo hin. Ich verstehe es nicht. Aber ja, vielleicht kommt ja das Gefühl des Willkommenseins. Wir haben uns dazu entschlossen, Kruje jetzt auszulassen und kümmern uns erstmal um die 3 wichtigen Sachen beim Vanlife. Geld, Wasser und Stellplatz. Und da es hier früh dunkel wird, müssen wir dringend los, weil es ist schon Mittag. Das ging einfacher als gedacht, aber ich habe noch große Noten.
glaube nicht, dass ich damit Gemüse graben kann. Es ist schon lustig. Dann kam so eine alte Frau. Ich dachte, es wäre eine Bushaltestelle. Aber dann irgendwann hat sie die Flaschen ausgepackt, weil sie auch Wasser tanken wollte mit ihren 5 PET-Flaschen. Und ich habe ihr das dann jetzt da eingezapft. Und sie hat sich so gefreut und immer auf Albanisch mit mir gesprochen. Ich habe überhaupt nichts verstanden, aber es war eine coole Begegnung. Wir fahren auf der Autobahn und dann gibt es so Straßenverkäufer und Patricia hat ja Hunger gekriegt und jetzt kauft sie sich da einen Maiskolben. Ich habe Mais. Also probieren wir das gute Stück mal. Habe ich noch nie gehabt, aber möchte ich unbedingt mal probieren. Man ist so. Weißt du, wie man das ist? Ist ein bisschen gummig. Willst du auch? Also irgendwie ist es schon noch cool. Es schmeckt schon noch. Es ist ganz anders, als ich mir vorgestellt hätte. Habe. Weil ich glaube, der Mais ist vorhin nicht gekocht worden, sondern nur gebraten worden. Und dadurch schmeckt es so ein bisschen anders. Ich kann es gar nicht beschreiben. Am besten du probierst es selbst. Stellplatz 1 war leider nichts. Hatte 1000 Mücken. Und dann fahren wir jetzt weiter. Nochmal 45 Minuten. Auch am Strand mal schauen, ob dort was ist. Wenn auch wirklich vieles Schwieriges hier in Albanien, etwas Geiles hat es doch. Es gibt hier überall Straßenhändler und Patricia liebt das absolut. Und ich glaube, sie hat sich jetzt einen Kürbis gekauft. Ich bin gespannt, was sie alles zurückträgt. Ich habe 2 Kürbis und er hat mir gesagt, die wären für Börek. Börek ist ja nicht mit Kürbis, aber ich habe nichts recht verstanden. Und eigentlich wollte ich nur einen, aber er hat 2 gegeben, weil er nicht wechseln konnte. Also haben wir jetzt 2 Kürbisse. Weiß nicht, was für Kürbis. Gestern sind wir ans Meer gefahren, dann zum Schluss doch. Hier ist alles irgendwie mega verlassen. Haben unsere lieben Freunde von Wohnmobile Freiheit wieder getroffen. Und leider hat uns das schlechte Wetter wieder eingeholt. Also haben wir heute Morgen ein bisschen gearbeitet. Es regnet irgendwie immer noch. Also haben wir gedacht, fahren wir einfach ein Stück weiter zu einem Restaurant, wo man stehen kann. Und dann können wir da heute Abend lecker was essen. Albanische Spezialitäten, klingt bestimmt gut. Ich nutze mal noch, bevor wir losfahren, die regenfreie Zeit und zeige dir mal diesen Strand hier. Im Sommer ist hier bestimmt viel Party und wenn du hierher kommst, auch im Sommer, du musst dich einfach auf relativ viel Müll einstellen. Ich hoffe, die nehmen das dann zusammen, aber so sieht ein albanischer Strand aus. Ich meine, das wäre hier wunderschön und man könnte echt so viel draus machen. Weil die Strände hier wirklich einfach traumhaft sind. Aber man müsste das Thema Müllpolitik mal ein bisschen genauer angehen. Sonst glaube ich, wird das schwierig mit dem Tourismus hier in Albanien. Das Albanien ist wieder gut zu uns. Erstens ist das Wetter wunderschön geworden. Und zweitens haben wir gestern hier im Ardenica-Restaurant lecker gegessen mit unseren Freunden zusammen, irgendwie 4 Stunden und das Ganze hat
knappe 60 Euro gekostet. Also es war echt ein Traum hier. Und der Ausblick ist auch gigantisch. Auf der einen Seite sieht man über die Ebene in die Berge und auf der anderen Seite ebenfalls über die Ebene, aber dafür noch das Meer. Und jetzt wollen wir nach Berat fahren und sind echt gespannt, ob uns diese Stadtbesichtigung heute mal gelingt. Wir sind jetzt in Berat angekommen und stehen auf einem bewachten Stellplatz für 2 Euro für den Tag oder für die Nacht 5 Euro und schauen jetzt Berat an. Berat ist bekannt als die Stadt der 1000 Fenster. Berat ist eine sehr wichtige Stadt für Albanien oder war zumindest auch eine wichtige Stadt für Albanien, denn sie ist seit der Antike besiedelt und hier ging sogar eine antike Römerstraße durch, die als Knotenpunkt diente. Hier unten ist demnächst sogar ein Weinfestival und das aufgrund dessen, dass hier in der Region, die ist bekannt für ihr Wein und sogar für ihr Olivenanbau. Du hörst es vielleicht im Hintergrund, da singt jemand und Berat ist nämlich auch bekannt für seine zahlreichen Kirchen und Moscheen. Wir sind jetzt da hochgelaufen und leider ist ein Sack gekostet, also wieder runter. Das ist jetzt das berühmte Schloss oder die berühmte Burg von Berat. Und hier hat man einen unglaublichen Ausblick auf diverse Hügel und Bergen. Und man sieht sogar die 1000 Fenster. Jetzt kaufen wir Gemüse. Und probieren, ob die schon gut sind. Ja? 2 Säcke für 550, was sind das? Kosten? Wie viel? 550. 5,50 €. Aha, 5,50 €. Das hat heute richtig gut getan. Wir haben Albanien heute mal von einer ganz anderen Seite erlebt, auch gesehen. Dieses Berat war wunderschön. Ist ein UNESCO-Kulturgut und man sieht, dass da ja, die Leute anders mit umgehen. Es hat echt Spaß gemacht, das heute mal so zu sehen. Auch das Wetter war super. Und es hatte definitiv weniger Müll als sonst irgendwo. Ich habe auch das Gefühl, der anfängliche Kulturschock, vor allem bei mir, in Bezug auf den Müll, hat sich ein bisschen gelegt. Es gibt immer noch sehr viel Müll, aber... Du hast dich vielleicht einfach daran gewöhnt, ja. So schlimm es ist, aber ja. Leider. Jetzt sind wir schon wieder über eine Woche hier in Albanien. Und fahren nächste Woche Richtung Süden und zeigen dir den Süden. Ich glaube, der ist ein bisschen touristischer. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Vielleicht kommt ja noch das Willkommen-Fühlen. Es ist zwar schon viel besser geworden als am Anfang. Ja, wir hatten heute so eine lustige
so ein lustiges Erlebnis. Wir haben was gekauft in einem Geschäft und die Frau, das war ein bisschen teurer, nicht wirklich teuer, 16 Euro. Aber die Frau hat sich so richtig gefreut, die hat so gemacht, ja, als wir das gekauft haben. Es sind wirklich süße, coole Begegnungen hier in Albanien. Aber man muss das andere halt auch nehmen, wie es ist. Kommt schon. Also wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns ein Like und ein Abo da. Wenn du eine Frage hast, dann stell sie unten in die Kommentare. Oder schreib sonst einfach einen Kommentar. Genau, das freut uns auch immer. Und schreib noch, falls du auch mal schon in Albanien warst, wie hast du Albanien so wahrgenommen? Ja, genau, nimmt mich auch Wunder. Ich glaube, wir müssen es einfach irgendwie erreisen, um zu sehen, wie es ist. Also dann sehen wir uns nächste Woche aus dem Süden von Albanien und bis dahin, tschüss!